Ein atomar bewaffneter Iran wäre eine größere Bedrohung für die Welt als die IS-Milizen, so der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Montag. Vor der UN-Vollversammlung forderte Netanyahu, die Aufmerksamkeit wieder auf den Iran zu richten, der sich mit einer Schamoffensive lediglich Luft verschaffen wolle. Die IS-Milizen müssen besiegt werden, aber die IS-Organisation einzudämmen und nichts gegen den Iran an der Schwelle zum Atomstaat zu tun, das wäre wie eine Schlacht zu gewinnen und trotzdem den Krieg zu verlieren. Netanyahu erklärte außerdem seine Bereitschaft zu einem historischen Kompromiss mit den Palästinensern, ohne genauer darauf einzugehen. Die IS-Milizen und die palästinensische Hamas seien im Übrigen giftige Früchte desselben Baums, so Netanyahu. Lassen Sie mich Ihnen ein Foto zeigen, so der israelische Ministerpräsident. Es wurde von einem France 24-Fernsehteam während des jüngsten Konflikts aufgenommen. Es zeigt eine Hamas-Raketenstellung, die benutzt wurde, um uns anzugreifen. Daneben sehen Sie drei Kinder beim Spielen. Hamas hat hunderte Raketenstellungen absichtlich in bewohnten Gebieten platziert. Das ist ein Kriegsverbrechen. Israel war von der internationalen Gemeinschaft scharf für die hohe Zahl der zivilen Opfer bei den Luftangriffen auf Hamas-Ziele kritisiert worden. Bei der jüngsten Auseinandersetzung waren 2100 Palästinenser ums Leben gekommen, die meisten davon Zivilisten.